Die Habsburger Teil 3. Wir sind immer noch im Mittelalter und erinnern uns, dass der Sohn vom ersten Habsburger König, Rudolf dem I., Albrecht der I., ermordet wurde von seinem Neffen Johann Parricida. Nun war es so, dass sein ältester Sohn Friedrich, genannt der Schöne, zum nächsten Herrscher wurde. Albrecht hatte mit seiner Ehefrau Elisabeth von Görz und Tirol sage und schreibe 21 Kinder, also bewundernswerte Frau, muss ich schon sagen. Allerdings sind 9 dieser Kinder bereits kurz nach der Geburt verstorben. Von der Tochter Agnes haben wir in der letzten Folge schon gehört. Heute schauen wir uns 2 Söhne an, und zwar Friedrich und Albrecht den II. Friedrich war der Ältere und dieser wurde nun Herrscher in den österreichischen Landen. Friedrich wollte allerdings auch zum König des Heiligen Römischen Reiches gewählt werden, genauso wie sein Vater, nachdem nun Heinrich aus dem Geschlecht der Luxemburger, der König, verstorben war. Es kam jetzt aber zu Uneinigkeiten, denn der König wurde ja von den Kurfürsten gewählt und die hatten jetzt 2 Kandidaten, die sie gut fanden, und zwar eben einmal Friedrich und auf der anderen Seite aber seinen Vetter, den Wittelsbacher Ludwig den Bayern. Skurrilerweise wurden tatsächlich jetzt beide zum König gewählt und da bleibt ja nur noch, das auf dem Schlachtfeld auszutragen. Und es kam dann im Jahr 1322 zur Schlacht bei Mühldorf in Oberbayern. Sie gilt als letzte große Ritterschlacht. In dieser Schlacht unterlag nun aber Friedrich III. Seinem Vetter Ludwig und Ludwig nahm ihn gefangen. Angeblich soll er gesagt haben: Vetter, ich sah euch nie so gern wie heute. 3 Jahre behielt er nun Friedrich als Gefangenen auf der Burg Trausnitz in Haft. Aber obwohl nun dieser Ludwig gewonnen hatte, gab es trotzdem immer noch Probleme. Die Brüder von Friedrich revoltierten nämlich und auch der Papst wollte Ludwig nicht wirklich als König anerkennen. Und so kamen die beiden nun zu einer seltsamen Lösung. So etwas hatte es noch nie zuvor gegeben. Man einigte sich auf ein Doppelkönigtum. Und zwar mit dem Münchner Vertrag. Darin erkannten sich beide gegenseitig als König an. Es war allerdings jetzt nicht wirklich eine erfolgreiche Lösung. Also wir haben schon gehört, wenn da 2 regieren sollen, ist das meistens nicht so gut. Und so war es auch dementsprechend, dass eigentlich der Ludwig der stärkere König war. Er wurde dann auch zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gewählt. Und nach diesem Vorfall sollte es im Heiligen Römischen Reich nie wieder zu so einer Form der Herrschaft kommen. Kommen wir kurz zum Beinamen von Friedrich III., der Schöne. Ja, bei diesen Beinamen der frühen Habsburger muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die kommen meistens aus einer späteren Zeit. So ab dem 15., 16. Jahrhundert tauchen diese Namen dann auf. Im Fall von Friedrich verhält es sich folgendermaßen. Der Beiname findet sich schriftlich ab dem 16. Jahrhundert. Aber vermutlich geht der Beiname bereits auf die Chronik der 95 Herrschaften zurück, die Ende des 14. Jahrhunderts geschrieben wurde, wo er als schön und mild gar Fürstenleichen beschrieben wurde. In einer anderen Chronik, der Königsfelder Chronik, nennt man Friedrich als einen stolz und schönen Mann. Generell haben sich Beinamen aber häufig einfach deshalb entwickelt, weil halt viele denselben Namen getragen haben und man die voneinander unterscheiden musste. Friedrich stirbt nun jedenfalls im Jahr 1330 und nun kommt sein jüngerer Bruder Albrecht zum Zug. Albrecht der II. Albrecht als jüngerer Bruder war ursprünglich für den geistigen Stand bestimmt worden und tatsächlich schon minderjährig ins Passauer Bischofsamt gewählt worden. Aber da gab es dann einige Konflikte mit dem Gegenkandidaten und er musste dann nach 4 Jahren verzichten, woraufhin er gleich auf die ganze geistliche Karriere verzichtete. Nachdem nun sein Bruder Friedrich der Schöne gestorben war, übernahmen er und der noch jüngere Bruder Otto die Herrschaft in den österreichischen Landen. Er heiratete Johanna von Pfirt. Pfirt, das sind elsässische Gebiete. Dadurch erweiterte er seine Lande noch mehr, ließ außerdem den Stephansdom ein bisschen ausbauen, da gibt es heute noch den Albertinischen Chor. Und mit der Johanna hatte er 11 Kinder, die dann die Habsburger Linie weiterführen werden. Dieser Albrecht hatte nun allerdings sogar 2 Beinamen. Einmal der Weise, ja,
genau, was wahrscheinlich auf seine friedliche Herrschaft zurückzuführen ist, und der Lahme. Tatsächlich ist es nämlich so, dass er zeitweilig an einer Lähmung litt. Man hat dann gemeint, das ist der Grund, warum er so lange keine Kinder bekommen hat. Da waren nämlich einige Jahre, wo er und Johanna keine Kinder bekommen konnten, und auf einmal kamen die ganzen Kinder in schneller Reihenfolge. Da gab es dann auch Gerüchte, ob die Johanna da eigentlich einen anderen Mann rangelassen hat, weil man das dem lahmen Albrecht nicht zugetraut hat. Ja, ganz wilde Verschwörungstheorien, die sich aber wohl nicht mehr beweisen lassen. Jedenfalls hatte Albrecht eine neue Hausordnung für die Habsburger beschlossen, und zwar eben die Albertinische Hausordnung, und darin schreibt er, dass nach seinem Tod seine 4 Söhne auch wieder zur gemeinsamen Hand Österreich regieren sollten. Ob nun seine Söhne Rudolf, Friedrich, Albrecht und Leopold das befolgt haben oder ob das wieder mal nicht so gut gegangen ist mit der gemeinsamen Herrschaft, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne durch ein Like und ein Abo, da freue ich mich drüber. Und ihr könnt es natürlich auch gerne weiter in meinen anderen Videos ein bisschen stöbern. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.